Bonjour zusammen. Die Einwohner von Bichat-en-Berry haben schon immer kennt ihr Kloster. Im Moment wurde 200 Jahre Anwesenheit von den Brüder Redemptoristen hier in Bichat-en-Berry gefeiert. Eine Gelegenheit für uns, ihre Alter und ihre Geschichte zu entdecken. Seit dem 16. Jahrhundert ist es ein heiliger Ort. Das Kloster von Bichat-en-Berry, ehemalige Wallfahrt auf der Hirsche vom Dorf. Im Gebäude wohnen momentan 8 Priester, unter denen der Vater Marcel Ostertag, der mit 85 noch ziemlich aktiv ist. Also gehen wir noch in unser Zimmer und schauen ja wohl, ob wir noch ein bisschen Platz finden. Es ist noch nicht ganz voll. Ja. Voilà, da ist das Heiligtum. Du darfst reinkommen. Ein Zimmer mit Bett und Sanitär, schon größer und bequemer als eine Zelle, wo man sich vorstellen kann. Es ist nur, weil wir viel mehr Sachen haben, wenn man dirigiert, wenn du Finanzminister bist, hast Bücher, hast Rechnungen, musst alles ein bisschen, sonst musst du ein anderes Zimmer nehmen. Ein Bruder in dem Tourist schafft praktisch sein Leben lang. Traditionell geht er viel auf Mission ins Ausland. Weil alles auf der ganzen Welt sollen wir das Wort Gottes verkünden. Weil dann sind wir missionarisch wollen. Ja, unser Akzent war Christus, der Erlöser, der Redemptorist. Wir sind heute Land aufs Land, ja, zu den armen Leuten. Die, die gewöhnlich nicht viel Priester hatten, die nicht viel gemisst haben vom christlichen Glauben. Die katholische Kongregation hat der Italiener Alphonse de Liguori im 18. Jahrhundert gegründet. Die Redemptoristen sind dann nach Frankreich gekommen und haben das Kloster 1820 aufgekauft, nachdem die Franziskaner, die hier gelebt haben, während der Französischen Revolution weggetrieben worden sind. Bischofsheim heisst im Elsässischen Bichat-en-Berry. Und das ist einfach ein bisschen Berg. Das kommt alles von da an. Die Prozessionen sind von Börsch, von Evernat, von Rosen, von überall. Richtig, ich habe es gelaufen, und ich habe Geld reingekommen. Ein wichtiger Ort also von jeher für Bichat-en-Berry und seine Umgebung. Überhaupt die Kapelle, wo noch jeden Tag Gottesdienst stattfindet. Die gewöhnlichen kirchlichen Fenster sind Glas, wie gemalt ist. Das Glas ist nicht gemalt. Und die ist hier gelegt worden, auch mit Eisen dazwischen. Und Details, die den Besucher, angemeldet oder nicht, von den Einwohnern gern expliziert werden. Das hat été fabriqué en 1958 par un certain Tristan Roulement. Öfters können die Besucher Fremdsprachen hören. Quando tienes tiempo? Quando podemos organizarnos? Vater Raoul und Vater Dalmer sind Peruaner. In den 90er Jahren ist der Ort in Frankreich immer geringer geworden und hat Hilfe verlangt in den ehemaligen Missionen im Ausland. So sind die Brüder von Lateinamerika bis ins Elsass gekommen. L'expérience missionnaire au Pérou et ici, c'est pas pareil. Dans les deux cas, sont difficiles, mais des difficultés différentes. Dans les deux cas, c'est toujours merveilleux et agréable. On était habitué au Pérou, par exemple, aux missions itinérantes. J'étais dans les montagnes plus haut, 4000, 5000 pour l'altitude. Mission für die Redemptoristen ist Predigen. Von Bichat-en-Berry aus kümmern sie sich die Pfarreien von Rosen, Odrot oder Börsch zum Beispiel. Die Gemeinschaft gibt es auch Benevol, die mithelfen und die Ausstellungen und Konzerte den 200-jährigen Geburtstag von den Redemptoristen auf dem Bichat-en-Berry vorbereiten. Richard, was denkst du? Ja, ein Kloster, wie nicht Lomandie ist. Es ist kein Kloster mehr. Ein Kloster ist Lomandie. Ein Kloster, die Leute kommen aus dem Kloster. Aus dem Kloster gibt es die Leute. Sie haben in der Laie viel Platz. Eine Laie hat dasselbe Wurzelsäuer wie sie. Die Kirche von Morien geht nur so groß. Und die Laien sitzen öfters am Tisch mit den Brüdern, die auch aus Afrika oder Asien kommen. Eine weltliche Familie, die ihre 200 Jahre feiert, bis im September. Wie die Brüder von Bichat-en-Berry geht Louise Fink, 10 Jahre alt, auch gerne raus. Sie ist unser Gast bei Frach oder Fresh.
Ich bin Louise, ich bin 10 und ich bin in der CM2 von Oberschaffelsheim. Bist du frach oder frisch? Frach. Mit wem? Ein bisschen mit meiner Schwester. Was willst du machen, wenn du groß bist? Stylist. Stylist für was machen? Für Kleider machen. Hast du Mode gern? Ja. Was hast du gern für Kleider? T-Shirt. Was machst du gern, wenn du keine Schule hast? Draußen gehen. Was machst du draußen? Spielen, Roller. Hast du viele Kameraden? Ja. Was machst du mit ihnen? Spielen mal Corde à sauter oder Ball. Hast du lieber Sommer oder Winter? Sommer. Warum? Das ist Schass. Was isst du gern? Tomatensalat mit Mozzarella und Pizza. Mit was drüber? Mit Tomatensauce, Käse. Hast du eine Lieblingsfarbe? Der Rot. Der Rot wie was? Wie Fräse.